Ja, nochmal einen wunderschönen guten Morgen an alle Teilnehmer. Herzlich willkommen zum Live-Trading bei FX Flat. Wie immer charmant moderiert von der Forex-Pro-Ikone Thorsten Helbig. Doch bevor wir starten, habe ich noch eine Sache einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar, wie 2018 wollen wir auch in diesem Jahr einen Tag ganz im Zeichen des Stereo-Traders veranstalten. Am 20.09. haben Sie die Möglichkeit, mit Dirk Hilger, Orkan Kuyas, Heiko Behrendt und ja, natürlich Thorsten, vier Experten im Praxiseinsatz kennenzulernen. Ja? Anmeldung einfach über die Homepage oder bei den Referenten direkt. Ja? Für Kunden von FX Flat bzw. Neukunden ist das Webinar kostenlos. Das ist ein Seminar. Seminar, Entschuldigung, hat er natürlich recht. Seminar. Ich habe immer recht. Ja, ich bin so in dem Baby, ich bin so gerade in der Webinarphase, deswegen, Entschuldigung, also Seminar. Das Webinar heute dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Die Meinung des Referenten ist nicht unbedingt die Meinung von FX Flat. Somit wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß mit Thorsten Helbig und würde jetzt gerne an dich übergeben, Thorsten. Ja, dann übergib dich mal. Wie So. willst du das denn machen? Bitte? Wie willst du das denn machen? Das Übergeben? Ja. Ich bestätige jetzt einfach den Moderator und du kannst loslegen. Okay. So, guten Morgen. Guten Morgen aus Mittelschweden dieses Mal. Wie vielleicht bekannt ist, befinden wir uns auf Sommertour. Ich muss hier einmal kurz die Fragen exportieren, um die nachher auch entsprechend. Ah, das Panel kann ich auch exportieren, sehe ich gerade. Das mache ich mal gleich. So. Und da haben wir auch die Fragen. So, also einen wunderschönen guten Morgen aus Mittelschweden. Wir haben uns die ganze Zeit hier in dem oberen Teil von Norwegen rumgetrieben, fast den ganzen Sommer. Immer nördlich von Trondheim für uns fängt Norwegen immer erst hinter Trondheim an, weil hier unten sind die Touris. Ja, ich weiß, ich bin auch einer. Aber man sieht uns kaum noch so. Immerhin verbringen wir schon den fünften Sommer hier in Skandinavien. Im Moment sind wir hier in Mittelschweden. Wir haben einen wunderschönen Platz am Rätansjö. Das ist ein kleiner See hier unten. Und zack, und damit ihr vielleicht ein bisschen sehen könnt, das ist mein Arbeitsplatz heute. Ich hoffe, den kann man sehen. Hier meckert einer, dass kein Ton da ist. Ist das richtig oder ist der Ton da? Ich Okay. kann, also ich kann nicht hervorragend verstehen. Also der Ton müsste eigentlich da sein. Ja, Schon wird doch wieder gerade bestätigt. Wird doch gerade bestätigt. Okay. gelogen. Du kannst mich hören. Verstehen kannst du mich mit Sicherheit nicht. Das schafft nicht mal meine Frau. Mach dein Webinar weiter. Also. Okay. Das ist unser Arbeitsplatz heute am Rätansjö. Hier hinten, ja, die Scheiben sind dunkel, aber man kann, glaube ich, erkennen, wir sitzen hier hinten und wir gucken auf den See. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. Und wir waren schon mal mit dem Hund kurz draußen. Nur 10 Meter vom Wohnmobil weg hat meine Frau schon mal das Mittagessen mitgebracht. Sie hat gestern schon so ganz liebe Pilzragout gekocht. Ich sage, Mensch, Schatz, wo hast du denn das Rezept her? Das ist so lecker, sagt sie aus dem letzten Tatort. Gut, ich habe ihr vertraut, habe es trotzdem gegessen.
Okay, so viel dazu. Das heißt, wir werden uns die nächsten Tage, ich habe es auf Facebook und im Blog und bei dem Paternoster mitgeteilt, etwas zurückhalten müssen. Wir haben noch knapp 2000 Kilometer bis nach Hause und sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir hier dieses Gebiet heute schon verlassen und weiterfahren, weil vor 2 Jahren waren wir hier in dieser Ecke und waren dort auf Bärensafari und haben dort sogar Braunbären gefunden. So viel dazu. Unsere Reise geht mit dem Stereo Trader Day in Köln zu Ende. Wir werden wahrscheinlich unsere Tour dann nächste Woche, übernächste Woche dann dort direkt in Köln beenden. Ich schaff's also nicht mal zum Friseur. Also nicht erschrecken, wenn ihr dort aufschlagt. Okay, aber deswegen sind ja nicht alle hier, nur ein paar Leute. So, zack, die nehmen wir mal raus. Ich habe ganz bewusst heute Morgen nicht viel vorbereitet, sondern ich habe mich darauf eingelassen und gesagt, okay, ich gucke mir den Chart heute Morgen frisch an und denke einfach mal ein bisschen laut die letzten Webinare, die ich mit dem netten Kollegen von Wolfgang gemacht habe, mit dem lieben Nelson, der wahrscheinlich nicht mehr mit mir spricht oder Angst vor mir hat inzwischen. Nein, Nelson ist noch im Urlaub. Der ist noch ein paar Tage in Südfrankreich. Stimmt, ihr müsst ja Ja. eure 156 Tage Urlaub müsst ihr ja auch irgendwann wegnehmen, logisch. Also ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt arbeiten, aber na gut. Ja, das frage ich mich ja auch. Also ich werde mich jetzt mal die nächste halbe, dreiviertel Stunde darauf konzentrieren, um Punkt A einmal einen kleinen Rückblick zu halten auf die Woche beziehungsweise auf den letzten Monat. Wir wurden immer wieder gefragt per Mail. Hier eine Mail und da eine Mail und dann auf Facebook. Und es sind so viele Social Media, es sind so viele Anfragen, dass man da kaum noch hinterherkommt. Deswegen habe ich letzten Monat beschlossen, auf unserer Tour durch den Norden von Norwegen sehr akribisch die Performance jedes Wochenende zu veröffentlichen. Die Wochenperformance könnt ihr also in den letzten Mails, die wir in der Regel Samstag oder Sonntagnachmittag versenden an alle, die bei uns im Newsletter registriert sind, könnt ihr die Performance nachvollziehen. Und wie mache ich das jetzt? Ich probiere das jetzt mal so. Genau. Und da haben wir den Auszug aus der letzten Wochenendmail. Ich muss fairerweise dazu sagen, wir rechnen nur die Positionen, die wir hier entweder vorher veröffentlichen, egal in welcher Form, entweder bei den Paternostern, in unseren Mitgliedern, die das Servicepaket gebucht haben und damit in den Webinaren dabei sind. Wenn ich morgens im Webinar eine Stunde lang Szenarien auseinanderpflücke, schaffe ich es nicht immer, die hinterher auch noch in Wort und Bild zu fassen und dann auf Facebook oder irgendwo im Blog oder sowas zu veröffentlichen. Dazu ist die Zeit einfach zu knapp, ich zu langsam aufgrund hohen Alters. Ich habe hier mal den Auszug vom letzten Sonntag genommen, da war der August genau zu Ende und damit rechnen wir, ich weiß ja, dass die meisten von euch faul sind da draußen und sich nicht hinsetzen und Taschenrechnen und sagen, okay, was könnte man jetzt damit machen, sondern es einfach mal abgenommen und gesagt, okay, wir rechnen standardmäßig mit einem 10.000-Euro-Konto und auf einem 10.000-Euro-Konto rechnen wir mit einem Standardlot im Euro-US-Dollar oder 10 CFDs im DAX oder nach Dow Pro rechnen wir mit 3 CFDs. Und dann haben wir jede Woche, jeden Tag einzeln aufgelistet. Auch wenn hier von Jürgen B. aus München, nimm mein Lieber, vorgestern im Webinar, der gemeckert und sagt, es wäre schön, wenn du auch noch schreibst, ob Long oder Short. Also erstmal haben wir hier, Euro Pro brauche ich nicht unbedingt zu schreiben,
Zweitens haben wir es im Webinar auseinandergepflückt und drittens haben wir es dahinter geschrieben, ob long oder short. Man kann es in der Auswertung sehen. Nehmen wir, lieber Jürgen. Wir haben insgesamt die letzte Augustwoche etwas entspannt, weil wir einen Hammermonat hingelegt haben. Und zwar im August haben wir alle Positionen, die wir veröffentlicht haben, in den 4 Wochen oder 4,5 Wochen ein Gesamtergebnis von 2.436,5 Pips beziehungsweise Punkten erzielt bei einem Jahresziel von 2 Punkten, von 2000 Punkten, nicht zwei Punkte Jahresziel, das überlassen wir anderen. Bei einem Jahresziel von 2000 Punkten, glaube ich, sind wir da gar nicht so schlecht. Also den Rest kann man sich ja ausrechnen, was wie wo erreicht wurde. Die PDF stellen wir gerne zur Verfügung und die Performance ist dann super. Thorsten, der Ton war auch gerade weg. Okay. Jetzt ist er wieder da, oder? Ja, ich kann nicht gut hören. Okay. Ja, wie weit war der Ton denn da? Das ist. Ach, nur ein paar Sekunden. Also war wahrscheinlich nichts. Okay. Bis zu dem Ziel, sage ich mal. Ja. Ja, das ist meine Verbindung zum VPS hat es auch unterbrochen, wie man gerade gesehen hat. Ja, also, Werner H., um deine Frage gleich damit zu beantworten, wie sorgst du eigentlich für eine stabile Internetverbindung während deiner Reise? Du siehst, so stabil ist sie nicht zwingend. Gestern Morgen hatten wir sogar viel mehr Komma, da war nachher das Bild komplett verschwunden, aber ich habe einen sehr starken Router ins Auto eingebaut, ins Wohnmobil eingebaut und habe 4 Antennen auf dem Dach. So dass ich mir entweder über meine deutsche Karte, Vodafone, T-Mobile, ich darf ja keine Werbung machen, will ich auch nicht, mich hier in die skandinavischen Netze einloggen kann, sehe aber auch an jedem Ort zu, wenn ich zum Beispiel in Norwegen bin, mir eine norwegische Karte zuzulegen. Der Router hat die Möglichkeit, zwei SIM-Karten zu verarbeiten und sucht sich dann jeweils das stärkste Netz und eine Richtantenne und 3 LTE-Antennen auf dem Dach, die sorgen dann für den Rest. Wichtig ist es dabei allerdings nicht die Plattform auf dem Rechner laufen zu haben, sondern wichtig ist es auf dem VPS hier mit dem Remote zu arbeiten, weil dann sind alle Stops und Limits dort auch hinterlegt. Und wenn mir meine Verbindung mal abreißt, ist alles über den VPS abgesichert. Okay? So, ich hoffe, das war ausreichend erklärt. Ich hoffe, es ist okay, Wolle, wenn ich nebenbei die Fragen hier beantworte, oder ist dir das lieber, wenn ich erst so einen Schwank aus meiner Jugend erzähle? Also ich finde die Fragen wichtiger. Okay, die nächste Frage sollte man mit 10.000 Euro 10 DAXe handeln, fragt der Jürgen M. Also die Frage ist, also erstmal die Frage ist falsch. Sollte man, wenn ich jetzt im 5. Stock im Fenster stehe und sage, mit eigentlich habe ich gestern Nacht geträumt, ich kann fliegen, könnte ich jetzt auch die Frage stellen, sollte ich das jetzt mal probieren? Das heißt, mit so einer Fragestellung schiebe ich die Verantwortung auf jemand anders ab. Das ist nicht gut. Also, ich arbeite im DAX in der Regel mit Stops von 20 Punkten. Umgerechnet, ich handle mit einem Risiko von 2%. Ich handle mit einem Risiko von 2%. Und wenn ich 10.000 Euro im Konto habe und 10 DAXe handle mit 2% Risiko, bin ich bei 200. Risiko ist die Geschichte sauber geregelt. Man darf auch nicht vergessen, dass ich in der Regel mit einem sehr guten CRV reingehe. Ich werde gleich mal die Positionen auseinanderpflücken, die wir diese Woche gehandelt haben. Dann weiß man auch, warum wir uns jetzt aufgrund dieser Brexit-Verhandlung, dieser ganzen Geschichte, die wahrscheinlich das Ding auch letzte Nacht nach oben geprügelt hat hier,
warum wir uns jetzt etwas zurückhalten. Also nicht sauer sein, wenn ich heute hier nicht die Riesenpositionen drehe, weil meine Marken sind einfach noch nicht da. Aber auf die Marken gehen wir auch gleich ein. Ich möchte allerdings dazu so, einfach mal vor allen Dingen erklären, was wir morgens hier so machen, wenn ihr nicht dabei seid. Dazu nehmen wir uns mal den Dienstag früh. Das war der dritte, richtig? Gestern war der vierte, heute ist der fünfte. Ja, dann war Dienstag der dritte. So, machen wir mal ein bisschen kleiner. So, und da haben wir am Dienstag früh haben wir eine kleine SKS gehandelt. Mit 65 Punkten und 37 Punkte im Euro. Da. Das war unsere morgendliche Geschichte am Dienstag früh. Wir hatten hier das Tief, wir sind hier hochgelaufen, wir haben hier eine linke Schulter ausgebildet, wir haben hier einen Kopf und im Webinar, ich gucke jetzt mal, ob ich das jetzt wieder ein bisschen größer kriege. So, da haben wir erst den zweiten. Da. Im Webinar haben wir unser Setup zerpflückt, dass wir sagen, okay, wir haben hier eventuell eine Schulter, wir haben hier eventuell den Kopf und wir haben hier die zweite Schulter. Und wenn ich hier mit dem Fadenkreuz draufgehe und sage, okay, die rechte Schulter soll die linke Schulter nach Möglichkeit nicht verletzen. Idealerweise, ich handle so eine SKS nicht regelkonform, weil wenn man sie regelkonform handelt, dann dürfte dieses Hoch hier die linke Schulter verletzt haben, dann dürfte man sie nicht mehr handeln. Ich mache es genau umgedreht. Wir handeln bei uns, gerade bei den Paternostern zum Beispiel, handeln wir so eine Geschichte, wenn wir so ein Fakey haben und man kann die Aufzeichnung in unserem YouTube-Kanal von Dienstag früh sehen. Ich habe sie öffentlich gestellt, sodass man das nachvollziehen kann. Dieser Fehlausbruch da oben rüber, haben gesagt, wenn wir einen Schlusskuss unter der 11.971 kriegen und eine Umkehrformation, wird das Ding geschortet. Und wir hatten hier eine Umkehrformation, die Kerze wurde rot. Und wir haben bei 63 geschortet. Dazu haben wir dann hier die Nackenlinie und die Nackenlinie haben wir da, zack, nach unten dupliziert nach dem Bruch und damit haben wir zack, die ist fast auf den Tick genau hier mit dem Schlusskurs aufgelöst worden. Damit hatten wir am Dienstag 65 Punkte, nachdem wir am Montag 22 gemacht haben, haben wir am Dienstag 65 Punkte im DAX und 37 Punkte im Euro gehabt. Dann stellte sich gestern früh raus, am 4. gestern früh, zack, da, hier, gestern früh habe ich hier geschortet und bin hier direkt mit 20 Punkten Verlust rausgeflogen, kann man ebenfalls nachvollziehen. Dann haben wir gestern das zweite Mal geschortet, hier bei der 65, als wir diese Umkehrformation hatten, haben wir hier drunter wieder geschortet. Um zu sehen und zu beschreiben, wie wir handeln, habe ich mal den Text aus den Social Medias rauskopiert, wie wir so eine Nummer dann gehandelt haben. Wie gesagt, ich bin gestern mit dem Gefährt, was ihr gerade gesehen habt, 450 Kilometer gefahren, oder fast 500 Kilometer gefahren. Das heißt, wir haben eine lange Strecke und ich muss alles im Kopf während der Fahrt verarbeiten.
Und dann kann man nicht schnell genug reagieren. Das habe ich gestern hier nicht geschafft, obwohl ich gestern Morgen im Webinar noch gesagt habe, long würde ich nur dann gehen, wenn ich hier unten eine Bestätigung des Ausbruchslevels bekomme. So, und diese paar Minuten hier, das habe ich verpasst. Wir hatten genau die Bestätigung. Dann. Wir hatten hier das Ausbruchslevel und hier haben wir genau die Bestätigung auf den Punkt hingekriegt und dann ist er nach oben, langsam nach oben und gestern Nacht gab es dann den richtigen Schub. Woher sich jetzt die Marke hier oben geholt hat, weiß ich nicht. Ich habe da oben bis jetzt nichts Brauchbares. Für mich würde jetzt erst die nächste Marke sichtbar werden oder greifbar werden. Hier oben, da bei ungefähr 12.211, dort hätte ich erst die nächste Extension. Wir sehen auch in den Kerzen, wir sind hier noch in der Korrekturphase. Ich greife jetzt hier nicht ins offene Messer. Wir haben gestern früh gestartet mit 20 Punkten Verlust. Ist für Mittwoch ein scheiß Tag, aber man steckt ihn sauber weg, wenn man vorher 120 Punkte schon auf dem Deckel hat. Um deine Frage auch gleich zu beantworten, von Andy S., wie hoch ist dein Tages- bzw. Wochen- oder Monatsziel bei welchem durchschnittlichen Stop, speziell im Euro-US-Dollar? Mein Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Punkten, mein Wochenziel bei 50 Punkten, mein Monatsziel bei 200 Punkten und mein Jahresziel bei 2000 Punkten. Bei einer durchschnittlichen Positionsgröße, nehmen wir mal den Euro-US-Dollar, den handeln wir nur mit 8 Punkten Stop maximal, bei einer durchschnittlichen Positionsgröße von 30 Dollar pro Punkt. Wenn man sich das ausrechnet, ist mein Jahresziel bei 60.000 Dollar pro Jahr. Das ist so das untere Level, was ich gerne erreichen möchte, um einen gewissen Lebensstandard zu erzielen. Wir sind hier nicht angetreten, um Millionen einzufahren, um ganz, ganz schnell die dritte Million auf die zweite zu packen, sondern wir sind deswegen hier angetreten und uns kann man nachvollziehen oder rückverfolgen. Bis 2011, solange gibt es unseren YouTube-Kanal mit 1000 Videos, sondern das hier, das hat für uns Priorität. Das ist Leben, das ist das, was man genießen kann. Alles andere ist für mich, für mein Leben nicht so wichtig. Wer der Meinung ist, es ist besser, mit einem Ferrari oder mit einem Lamborghini quer durch Dubai zu heizen. Wenn das sein Lebensziel ist, dann ist er hier bei uns verkehrt. Ich glaube mal, Warren Buffett war das mal, der gesagt hat, ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie schnell reich werden, aber ich kann Ihnen sagen, wie Sie schnell arm werden, indem Sie nämlich versuchen, schnell reich zu werden. Und danach leben wir in der Regel. Wir sind keine Highroller. Wir handeln nicht mit Millionenkonten und unser Ziel ist auch nicht, Millionen zu verdienen, sondern unser Ziel ist es, hier konstant Geld aus dem Markt zu ziehen und regelmäßig mit dem Ganzen drumherum unseren Lebensunterhalt so zu verdienen, dass man auch sich für 150 schwedische Kronen einen Platz über Nacht erlauben kann. Okay, dann war es nicht Buffett, dann war es Costolani. Mein zweiter Liebling. Danke dafür. Okay, um die Setups von gestern für unsere Tagesziel 12 bis 15. Und dafür habe ich gerade für gestern oder von gestern einen Auszug gemacht. Muss ich mal gucken, wie das Ding jetzt finde. Genau. Das habe ich gestern veröffentlicht bei unseren Paternostern, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Und solche Sachen über ein eigenes Tool innerhalb von 45 Sekunden aufs Handy verschicken. Wir haben gestern Morgen um
Das im Chart da. Ja, lass ihn ruhig ein bisschen rumtun. Hier, noch sind wir hier im Korrekturmodus. Ich habe hier für mich noch kein Setup. Entweder läuft er hier oben ran. Ich kriege hier ein nachlaufendes Hoch oder sowas. Für mich einen Entry. Dann würde ich das tun. Auf den Euro komme ich gleich. Wie gesagt, wir haben ein doppeltes Wochenergebnis realisiert. Deswegen ist es, glaube ich, für mich wichtig, auch mal unsere Denke hier zu zeigen, warum berechnen wir was wie. Wenn euch das nicht recht ist, lasst es mich wissen. Schreibt es hier einfach rein, sagt, hör auf mit deinem blöden Gelaber, sag mir lieber, drück lieber auf den Knopf und geh jetzt hoch oder geh jetzt runter. Ich will dich im Markt sehen. Ich will dich sterben sehen. Wir haben gestern, nachdem wir dieses Hoch angelaufen haben hier, da haben wir im Stundenchart eine Umkehrkerze gekriegt mit einem Tief bei 12.048. Und man kann es sehen, wir haben einen Schlusskurs bei 12.066. Wir sind hier oben an die, ich hatte auch bei der 12.073 eine kleine Marke, die ist hier oben angelaufen. Wir gucken uns das gleich im kleineren Chart an. Hat dann den Schlusskurs hingelegt und dann hatten wir die Berechtigung zu shorten. Alleine diese Umkehrformation hat das Recht gebracht, auf jeden Fall bis hier runter zu laufen, was er dann auch gemacht hat. Er ist dann bis hier runter gelaufen. Von der 65 kommend waren wir in der Spitze 65, 66 Punkte vorne. Der Einstieg ist ja nicht immer das, was den Händlern Kummer bereitet, sondern der Ausstieg ist ja immer das, was den Händlern Kummer bereitet. Und dann sitzt man morgens dann vor so einer Kiste, liest von so einem Vogel, wie sagt Olli immer so schön, schräge Vögel, schräge Linien oder schräge Linien, schräge Vögel. Ja, ich arbeite mit schrägen Linien. Ob ich nun schräger Vogel bin, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Aber jetzt sitzt man da, hat den Tag gestartet, war morgens zu faul, alleine zu analysieren und dann schreibt so ein Vogel, ey, pass auf, ich shorte jetzt. Und dann geht man in den Tag mit 20 Punkten Verlust. Und dann startet der Tag hier wieder mit den nächsten Positionen und wir gehen bei 65 Short und jetzt sind wir hier unten an der 12.000. Dann sitzt man da und sagt, scheiße, wie gehe ich jetzt damit um? Hier sind gerade ein Haufen Fragen aufgetaucht, wo es hieß, was ist dein Tagesziel, was ist dein Wochenziel, was ist dein Monatsziel? Wir haben den letzten Monat veröffentlicht, wir haben die letzte Woche veröffentlicht, wir waren bei 65, 85, 87, 94, bei 104 Punkten minus die 20 waren wir gestern früh nach der Verlustposition, waren wir bei 84 Punkten vorne. Das heißt, wir hatten auch etwas Luft. Dann habe ich gestern mal eine Berechnung angestellt. Die Short-Position, die wir gestern Morgen eingegangen sind, da sie sehr heikel war, es war der vierte Anlauf in der Webinaraufzeichnung, die wir öffentlich gepackt haben, auch in unserem YouTube-Kanal öffentlich zu finden, kann man sehen, dass wir die Position gestern Morgen, die Short-Position, die erste mit einer Drittel-Positionsgröße eingegangen sind. Und danach die Position von der 12.065 kommen mit der vollen Positionsgröße, weil er die 73 oben das erste Zwischenziel geholt hat. Deswegen auch die volle Positionsgröße. Wenn ihr mir nicht folgen könnt, bitte die Fragen hier reinschreiben. Ich versuche sie dann auch zu erklären. Daraufhin habe ich dann gestern Nachmittag mal eine Berechnung angestellt, wie man mit so einer Position umgehen kann. Wie gesagt, auch diese PDF stelle ich euch gerne zur Verfügung. Wenn ihr da drin Rechtschreibfehler findet, bitte, bitte, bitte behaltet sie. Ich brauche sie nicht wieder. Ich mache sie sowieso wieder, weil ich vieles auf dem Tablet während der Fahrt auf dem Armaturenbrett mache oder das per Sprachsteuerung mache. Die Geschichte, wie gesagt, die 12.000 kann eine harte Hürde darstellen nach unten und das Vieh nochmal nach oben drücken an das Tageshoch. Unsere Stops haben wir zur Sicherheit erstmal auf BE gelegt. Das heißt, unsere Stops lagen bei 65. Also passieren kann rein theoretisch nichts, außer dass wir nichts verdient haben und die erste Position mit 25 Punkten Verlust mit ins Bett nehmen.
War noch ein Denkfehler. Ich hatte nicht 25, ich hatte 20 Punkte Verlust. Aber sei dahingestellt. Plan A. Die Stops liegen bei E. Es kann nichts passieren. Wir nehmen die 20 Punkte aus dem Morgen mit und beschließen den Tag und sagen, okay, hopp oder top. Diese Position wäre dann gestern Abend Break-Even rausgeflogen und man hätte diese 20 Punkte Verlust von gestern früh realisiert. Plan B. Die Position von der 12.065 kommend ist momentan 50 Punkte vorne. Sie war bei 65 Punkten und war zu diesem Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe, noch 50 Punkte vorne. Wenn man jetzt sagt, man macht Feierabend, dann hat man die 25 Punkte Verlust ausgeglichen und kann 25 Punkte Gewinn verzeichnen. Das heißt, 50 Punkte minus den Verlust ist man bei 25 Punkten Gewinn, also ein Tagesziel sauber realisiert und sagt, okay, der Tag ist gelaufen, ich gehe jetzt angeln oder Pilze suchen oder. Ne? Pilze haben wir ja gerade gesehen. Dann könnte es aber sein, dass man sich in den Arsch beißt. Sorry, wenn ich das so deutlich schreibe, aber dass man sich in den Hintern beißt, wenn die 12.000 nicht hält und die ganze Nummer nach unten aufgelöst wäre, weil die Wahrscheinlichkeit bestand gestern genauso, dass er im Daily gestern, da guckt euch diese Kerze an, wenn er diese Kerze nicht da oben, sondern unter der 12.000 geschlossen hätte, hätten wir einen ellenlangen Docht gehabt. Einen ellenlangen Docht von 80, 90 oder 100 Punkten. Und dann wäre das ein klassischer Fake gewesen und das Ding wäre nach unten durchgezogen. Wir wissen ja nicht, was der Markt macht. Wenn wir das wüssten, müsste ich hier morgens nicht mehr einen Wecker stellen und mir hier Fransen an Mund labern und mir Sprüche von Wolle anhören, ne? Sondern dann könnte ich morgens mein Hintern im Bett lassen und mein Köpfchen ins Kissen drücken. So. Das heißt, hier würde man sich dann ärgern und wir kennen es viel besser. Wir ärgern uns mehr über die entgangenen Verluste als wir über die entgangenen Gewinne als über realisierte Verluste. Wenn er jetzt hier durchgekachelt wäre durch die 12.000, wir sind hier ausgestiegen und der ballert nach unten durch, dann ärgern wir uns die Pest und sagen, warum bin ich raus? Oh Mann, was eine Scheiße. Deswegen Plan C. Und da habe ich gestern mal eine Berechnung angestellt und das ist, deswegen habe ich auch gesagt, das ist mein Favorit. Die 12.000 hält nicht und der Ausbruch war ein Fake heute Vormittag. Ich habe es im Webinar erwähnt heute früh, dass ich dieses Spiel bevorzuge. Da alles schreit kaufen. Wenn der ganze Markt schreit kaufen, dann halte ich mich zurück. Das ist in der Regel so. Ich renne nicht mit der Masse. Wenn alle sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein iPhone, das neue iPhone ist da, dann kaufe ich mir ein Samsung. So. Es heißt immer, kaufen, wenn die Kanonen donnern und verkaufen, wenn die Violinen streichen. Also, ich halte meine Shorts B abgesichert, nehme aber die halbe Position raus mit folgender Begründung, mit folgender Berechnung. Die Short-Position morgens war nur ein Drittel. Meine Standard-Positionsgröße habe ich vorhin gerade gesagt, mein lieber Hans-Hermann B. Meine Standard-Positionsgröße sind im Euro-US-Dollar 3 Standard-Lots oder im DAX gehe ich auch gerne mit 20 oder mit 30 DAXen in den Markt. So, das heißt, ich habe gestern Morgen nur ein Drittel der Position. Größe, deswegen die 25 durch 3. Ich runde mal sicherheitshalber auf. Also werte ich diese nicht mit 25, sondern es war ein Drittel der Positionsgröße. Deswegen sind es auch keine 25, es sind 9 Punkte Verlust. Ist das verständlich? Wenn ihr die Rechenschritte jetzt nicht nachvollziehen könnt, sagt es mir bitte, weil sonst macht es keinen Sinn. Wolle qualmt wahrscheinlich die Rübe und er ist dort und winkt jetzt irgendwie durchs Fenster und will sich wahrscheinlich von Katar oder von Florian oder sonst irgendwas einen Taschenrechner holen, weil, wie heißt es so schön, Kopf rechnet schwach und an der Tafel geht schon gar nicht, ne? Also meine mathematischen Fähigkeiten behalte ich für mich. Ja.
Genau. Die beschränken sich auf 12 Bier gleich waagerecht. Maß, Mit Geometrie vermischt. ne? Wie bitte? Nee, ich habe Maß gesagt, aber das schaffe ich nicht. Ja, genau. Also, okay. Also ich werte diese mit 9 Punkten Verlust. Nur ein Drittel der Positionsgröße. Also kann ich auch die Position, wenn ich mit 25 Punkten Verlust rausfliege und ich nur ein Drittel der Positionsgröße und ich das wieder ins Verhältnis setze mit meiner vollen Positionsgröße, dann darf ich auch diesen Verlust nur mit einem Drittel werten. Also mit 9 Punkten Verlust. Okay, also absolut klar steht hier und verständlich. Also haben die meistens nachvollzogen. Meine Short-Position ist seit 12.065 unterwegs. 12.065 habe ich geschortet mit voller Positionsgröße. Wenn ich jetzt die Hälfte rausnehme mit 50 Punkten, also die volle Positionsgröße bin ich unterwegs. Ich realisiere die Hälfte, also realisiere ich nicht 50 Punkte, sondern 25 Punkte Gewinn. Weil ich nehme ja nur die halbe Positionsgröße raus. Ist das auch verständlich? Das Ja ist in der Mitte von der Tastatur und das A in der gleichen Zeile links. Gut. Der eine oder andere hat es ja doch gefunden. Okay. Das heißt, ich realisiere 25 Punkte Gewinn, muss die 9 Punkte Verlust abziehen und bin damit mit 16 Punkten, bleiben 16 Punkte übrig. Das heißt, wenn ich da unten die Reißleine ziehe, sage ich, okay, ich realisiere 25 Punkte, ziehe die 9 Punkte Verlust von morgens ab, habe damit noch 16 Punkte und bin damit immer noch mit meinem Tagesziel. Die Restposition bleibt break-even abgesichert und dann kann ich ganz entspannt ins Bett gehen, weil ich bin noch mit einer halben Positionsgröße unterwegs. Kachelt der über Nacht aufgrund, weil Mr. Johnson irgendwo was mal wieder fürchterlich was an die Ohren kriegt und das britische Parlament wilde Sau spielt und der Markt sich danach richtet, bin ich noch mit einer halben Positionsgröße dabei und wenn der Markt nach unten durchkacheln sollte, durch die 12.000, dann brauche ich mich nicht in den Hintern beißen. Brauche ich mich hier nicht in den Hintern beißen, weil ich habe mein Tagesziel drin und ich bin noch mit einer halben Positionsgröße. Wenn ich von 10 DAXen ausgehe, bin ich noch mit 5 DAXen dabei, bin ich mit 30 DAXen Short gegangen, bin ich noch mit 15 dabei. Die CFD werden aber nicht 24 Stunden durchgängig gehandelt. Nein, ich habe über Nacht, wenn ich Pech habe, eine Stunde auch ein Gap von 23 Uhr bis 0 Uhr. Da habe ich eine kleine Lücke drin. Mit dem Risiko muss ich dann leben, dass er genau in der Stunde vielleicht durchfegt und mir mein Tagesziel wieder kaputt macht. Das kann durchaus passieren, aber ich kenne hier den einen oder anderen Chaoten, die sogar große Positionen übers Wochenende halten. Das Risiko besteht. Das muss man wissen. Von 23 Uhr bis 0 Uhr haben wir keine Kurse und dann gehen wir auch das Risiko ein, dass wir dort rausgekegelt werden, wenn genau in diesem Augenblick dann auch die Entscheidung fällt. So, und dann gucken wir uns nämlich das ganze Spiel mal an. Zack. So, da nicht, da auch nicht, doch da. So, komm. Da. Na komm. Wir enden hier, da seht ihr das, wir enden hier die 23:45 Uhr Kerze und die hier macht nachher nach Serverzeit 1 Uhr auf. Das heißt, genau in dieser Zeit haben wir ein kleines Loch. Die eine Stunde muss man mit den Nerven
Thorsten, die Verbindung ist wieder abgebrochen. Ton weg, Nein, Bild weg. ich glaube, ich müsste wieder da sein. Ja, dann wiederhol noch mal die letzten paar Sätze. Ach so, okay. Also hier die 1 Stunde nachts, die müssen wir dann logischerweise überbrücken. Richtig. Die Frage ist hier, da bringt der SL auch nichts. Ja, wenn du so lange wach bleiben willst, dann ja, dann bringt ein SL natürlich nichts, weil ausgeführt wird dann zum nächst ausführbaren Kurs. Das ist vollkommen richtig. Also, die 1 Stunde musst du dann eben dein Nervenkostüm etwas strapazieren, aber meistens passiert in dieser Stunde ja auch wenig. Also es ist ja jetzt nicht so, dass in der Zeit extrem viel passiert. Okay, gucken wir uns mal meine Art zu handeln an, weil deswegen seid ihr ja, glaube ich, hier, ne? Was ich jetzt zum Beispiel machen würde, ich bin ja eher Bär als Bulle. So. Jede Bewegung besteht in der Regel aus 3 Bewegungen. Hier unten haben wir die 61,8. Das heißt, die komplette Bewegung darf er bis zur 12.061 darf er die auskorrigieren. Gell? So, den löschen wir und den löschen wir mal auch. Zwölftausendeinundsechzig merken wir uns jetzt mal, ne? So. 12.061 haben wir gesagt, da darf er hin. Noch mehr. Das ist auch da, wo wir gestern geschortet haben. So, jetzt gucke ich mir den ganzen Spaß mal an. Hier. Und jetzt heißt das für mich, wir haben hier die erste Bewegung und hier haben wir die Korrekturbewegung. So, Bewegung A gleich C. Gucken, was daraus wird. So, A gleich C hat er jetzt sauber beendet. Und fast auf den Tick genau. Sehe das A gleich C. Ich habe hier keinen Entry gefunden, weil es war um 10 nach 7. Um diese Zeit haben wir noch ein sehr hohes Brett und um diese Zeit muss ich nicht zwingend shorten. Wenn ich diese Bewegung habe und sehe, okay, wir sind hier ungefähr am 50er Fibo-Level, erste Abwärtsbewegung, Korrektur, zweite Abwärtsbewegung, kann man so eine Bewegung handeln, die dann geht von der 50 bis zur 12. Also 38 Punkte kann man machen, kann man um diese Zeit jetzt morgens um 8:25 Uhr, können wir sagen, leck mir eine Föt. Das war sogar 8:10 Uhr, wäre er da schon in das Ziel gelaufen. 8:10 Uhr wäre das Ding erledigt. Kann sagen, okay, 38 Punkte. Ich kümmere mich weiter um Pilze. Ne? Also jetzt um die, die ich vorhin gezeigt habe, nicht die, die Wolle immer zu sich nimmt. So, Plan B, wenn ich das Setup verpasst habe, ist natürlich Bewegung B gleich auch gleich Bewegung D. Das heißt, ich müsste jetzt die Bestätigung abwarten. Da, zack. Bis in diesen Bereich. Ich muss jetzt warten, bis wir in den Bereich 12.127 bis 12.132 laufen. Und in diesem Bereich kann ich eventuell davon ausgehen, dass die dritte Welle kommt. Erste, zweite oder fünfte Welle, wie man das auch nennen will. Je nachdem, ob man in Elliott denkt oder ob man versucht, meine Denke nachzuvollziehen. So, und dann sollte die dritte Welle kommen und diese dritte Welle der dritte Schub abwärts, dann komm her, Schätzelein. Ungefähr da landen, ungefähr hier unten, übergeordnetes Ziel 12.063 und bei der 12.063 fällt dann die endgültige Entscheidung Long
oder Short. Ich für mein Dafürhalten, ich weiß, hier sind ein paar Leute dabei, ne, Roger, die bauen auf eine SKS, die gucken uns gleich mal an. Ich wollte es gestern früh schon machen, weil der Michael B. mich drauf aufmerksam gemacht hat. Hey, da ist noch eine inverse SKS, die kann uns auch nach oben prügeln. Ich teile diese Nummer nicht, ich werde auch gleich noch kurz erklären, warum, obwohl meine Redezeit gleich um ist, ne? Und Wolfgang, der ist dann immer so hart zu mir und klaut mir dann immer einfach die Verbindung. Ach, Thorsten, du Also. kannst halt reden, solange du willst. Also, Echt? die sind zeitlich nicht begrenzt. Okay. Ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Entschuldigung an die Damen hier. Also, man kann hier kann man sich diese Nummer holen. Wenn ich so eine Sache natürlich lese, die 12.450 kommt mit drei Ausrufezeichen dahinter, dann sage ich mir, warum dann nicht einfach unten eine Long-Position rein, wenn man das erkennt, und bei 12.450 den Wecker stellen. Wir gucken uns mal diese Geschichte hier an. Ich will sie ja nicht verteufeln, überhaupt nicht, zumal ich ein Verfechter von SKS bin. So, und jetzt machen wir das ganze Ding mal schön klein. Da. So. Demnach wäre der Kopf ich lasse auch gerne andere erklären. Im Moment reden wir von dieser inversen SKS, die hier sichtbar ist. Komm her. Da. Na, komm her. Kannst mich gerne verbessern. Komm her. Wir reden von dieser inversen SKS, richtig? Von dieser hier. Sagt mir bitte ja oder nein. Linke Schulter, Kopf, rechte Schulter. Richtig? Ich bin im H4. Gut. Was brauchen wir als Grundvoraussetzung? Wir brauchen einen stabilen Trend. So. Ich sag mal, wenn wir im H4 unterwegs sind und wir haben das Hoch am 25.07. gemacht, dann ist diese Bewegung bis hier runter, bis zum 15.08., bis zum Kopf, dann sind das 20 Tage. Ein ausgeprägter Trend, weiß ich nicht. Der Spike hier runter. Und dieser Spike hier ist für mich optisch überhaupt keine schöne Geschichte. Die Nummer hier, die Nackenlinie, ja, regelkonform, ja. Bruch der Nackenlinie und hier nochmal bestätigt, würde dann Ziele ausmachen. Schön die Kurse im Auge behalten. Wir haben gesagt, bei der 27 oder bei der 32 will ich nochmal shorten. Ich liebe das. So. Und demnach hätten wir ein Ziel bei 12.450, nicht ganz, 12.435. Wenn man das Ziel, den Zieleinlauf, den dürfen wir auch nicht vergessen, von dem letzten Tief, von der Bewegung nachher nimmt, sind wir knapp unter 12.400. Und die 12.400 wäre von der kompletten Abwärtsbewegung genau, ups, ja und gleich
Wolle lässt mich gleich raus hier. Wäre sogar durch die 76-4 durch, die mir immer zu suspekt ist. Viel eher suche ich mir jetzt hier in diesem Bereich, dafür könnt ihr mich verfluchen, ist mir völlig egal. Wir haben gestern, auch dadurch, dass wir uns gegen den Markt gestellt haben und dieses Ding nicht sauber ist, haben wir gestern 63 Punkte gemacht. Oder 65 haben wir es geschafft, von oben nach unten durchzuziehen. Ich suche mir lieber solche Punkte, weil wenn ich jetzt hier publiziere und sage, okay, wir gehen an die 12.450, wo muss ich mit meinem Stop hin? Wo muss ich jetzt mit meinem Stop hin? Und wenn ich diese Nummer handeln will, muss mein Stop hier 11.840. Ich bin 300 Punkte im Loss, 300 Punkte im Risiko. Entweder habe ich die Nummer hier bei der 11.840, 11.850 geschafft. Das wäre noch eine Aussage, die ich verstehe und dann, okay, hier Bestätigung der Nackenlinie, diese Nummer nehme ich mit. Da kann ich mit einem kleinen Risiko reingehen. Das geht. Ansonsten suche ich mir eher Marken hier oben mit ebenfalls einem kleinen Risiko und die heißt für mich, nehmen wir mal einen anderen Chart. Welchen haben wir hier? Da. Da hat er gerade das Tief bestätigt. Schade, noch nicht ganz. Er war im High. Falsch. So, er war hier im High, war er bei 12.126. Wir haben gesagt, bei der 27 bis 32 wollen wir wieder shorten. Und diese Nummer würde ich mir jetzt hier auch suchen. Mir ist es wichtiger, mir dann hier eine Position zu suchen, die mir es ermöglicht, mir 20, 25 Punkte rauszuziehen und mir einen Startpunkt zu suchen für eine längere Bewegung. Gestern war so ein Klassiker. Bei 12.065 shorten, Tagesziel absichern, ein Tagesziel rausnehmen, den Rest BE absichern, entspannt abwarten, rennt das Ding nach unten durch. Super Nummer, bin ich dabei, rennt er nicht durch, habe ich mein Tagesziel. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es wird satt. Und so kann ich mir ein Stück für Stück so eine Nummer suchen. Ich würde es jetzt hier auch tun. Hier oben bei der 27 bis 32 eine Short-Position holen. Ich kann mit einem viel kleineren Risiko arbeiten, weil ich kann mein Stop da oben drüber setzen, über dieses Hoch. 10, 12, 14, 15 Punkte kann ich rein theoretisch mit einem Risiko arbeiten, um dann hier unten bis zur 63 zu laufen. Das CRV passt, es deckt sich mit meinen Ansprüchen, mit meinem Tagesziel und fertig ist das. Okay? Verständlich? Okay. Renate, ich habe vorhin, ist jetzt bloß zu weit nach unten gerutscht, meine Liebe. Du hast vorhin eine Frage gestellt, die habe ich schon weggeblättert, die finde ich jetzt nicht. Kannst du sie vielleicht nochmal wiederholen? Ich würde dir ja gerne beantworten, nicht, dass nachher wieder heißt, ich vernachlässige die Damen hier. Also, ich bin ja hier nicht angetreten, um es hier blind auf den Knopf zu drücken, euch zu animieren, sondern hier drückt mal aufs Knöpfchen und handel und handel und handel, sondern ich versuche, meine Denke hier zu erklären. Deswegen frage ich auch lieber einmal mehr, ob es verständlich ist oder nicht. Wenn es jetzt ein bisschen leise wird, ich muss mir nur nebenbei einen Kaffee holen. Die Kanne habe ich nämlich hier nicht auf dem Schreibtisch stehen. Ah, okay. So. Schlückchen Milch rein, ne? Ich trinke nämlich morgens noch kein Bier. Morgens ist Milch und Kaffee angesagt. Ist anstrengend zum Camperleben. Ist heiß. Das ist gut.
Deswegen versuche ich, das so zu erklären, dass man es auch versteht. Moin, Daubroadung. Okay, die Fragen, ich gehe jetzt gleich die Fragen noch Stück für Stück durch. Renate, deine Frage habe ich jetzt auch. Und ich will jetzt einmal ganz kurz auf den Euro schauen. So, wenn wir uns den Euro die letzten Tage angucken, ist es eher schwierig. Das war unser Ansatz gestern, dass wir von der 86 bis zur 96 bis zur 97 in dieser Spanne gut handeln konnten. Hier konnte man eine Position oder zwei ganz kurz handeln. Das war unsere Spanne von gestern. Heute würde ich eher sagen, an der 1,10,15 Long. So. 1,10,15. So, ich schiebe mir nicht die Linien immer dahin. 1, 10, 15, Long. So, und die schiebe ich jetzt mal schon mal ganz hoch, weil. Und dann werde ich noch die Fragen beantworten. So, 1, 10, 18, 1, 10, 15 und dann gehen wir bis zur 47. So, damit ihr euch die Marken auch aufschreiben könnt. Soll der BS was mitnehmen aus dem Webinar, ne? So, da wollen wir hin. Da oben. Also, 1, 10, 15, 1, 10, 18. Long. Bedingung ist, dass wir die Linien kurz anlaufen, eine Umkehrformation hinkriegen. Ich brauche eine Umkehrformation im 1-Minuten- oder im 5-Minuten-Chart. Dann würde ich mir hier eine Position kaufen. Je tiefer, desto besser, weil ich will, ich habe hier 10 Punkte Stop eingegeben, ist auch nur zur Sicherheit. Ich arbeite viel lieber oder viel eher mit Stops mit 4 Punkten oder 5 Punkten. Solche Positionen sind mir viel lieber. Deswegen arbeite ich auch hier nicht mit einer Limit, sondern ich warte ab. Also die ausschlaggebenden Marken heute 1, 10, 15, 1, 10, 45. Wenn wir von der 15 kommen und zur 45 laufen, kann man sogar an der 45 diese Position wieder drehen, weil dann hat man 30 Punkte im Sack und dann kann man wieder 5, 6 Punkte da oben riskieren und das Ding umdrehen, um dann eventuell von der 45 wieder an die 15 zu laufen. Auch das verständlich? Okay, wenn man keinen Euro pro hat, versteht man es nicht, aber ist auch nicht so wild. Okay. Wichtig ist, dass man die Marken erkennt und dass man auch meine Art zu handeln hier erkennt und versteht. Okay. Die Fragen, woher beziehst du die Info, dass alle kaufen oder verkaufen? Woher beziehst du die Info, dass alle kaufen oder verkaufen? Die Info zieht man daraus, wenn man sich angewöhnt hat, Börsenbriefe von, aus meiner Sicht, ich will keinem zu nahe treten, aber von Theoretikern, von Analysten, wenn man von denen die Börsenbriefe liest oder wenn man mal mittags Börse anguckt und oder abends Börse vor 8. Für mich sind dort viele, viele Theoretiker, die nicht die Eier in der Hose haben, Geld auf dem Konto einzuzahlen und selber auf den Knopf zu drücken. Das sind sehr gute Theoretiker, aber schlechte Praktiker. Und es gibt leider, leider Gottes sehr, sehr viele, die solchen Analysten oder so folgen und dann auf den Knopf drücken. Das heißt, wenn eben so ein Analyst schreibt, wir haben eine inverse SKS im DAX, dann weiß der eine oder andere liest sich das schnell durch und sagt, okay, wir laufen jetzt an die 12.450 und rennt dem blind hinterher. Meine Denke dazu habe ich gerade dargestellt. Es muss sich mit meinem Marktverständnis decken. Wenn sich das mit meinem Marktverständnis nicht deckt, dann lasse ich die Finger daraus. Ich weiß, der Roger B. ist hier und wir diskutieren schon seit 2 Tagen, seit 3 Tagen. Er verteidigt seine SKS. Immerhin danke für die Blume. Er hat mir auch geschrieben, er hat ja die SKS. Den Scheiß hat er immerhin bei mir gelernt. Sehr gut. Danke dafür. Für die Blumen meine ich.
Aber es deckt sich nicht mit meiner Denke. Und ich kann so eine Position nur handeln und auch vernünftige Stops oder Stops vernünftig und gut hinterherführen, wenn ich das, was da gemacht wird, verstehe. Wenn ich eine SKS im DAX nicht verstehe, dann brauche ich sie nicht handeln. Selbst erarbeiten ist am besten, da man dann genau weiß, was man gemacht hat. Vor allen Dingen weiß man dann, was man auch zu tun hat, mein lieber Andi. Genau so ist es. Man kann ja so eine Sachen zur Unterstützung nehmen. Aber diese SKS ist für mich keine SKS. Ach so, jetzt sind wir im falschen Chart hier. Das ist für mich keine SKS. Das hier, was jetzt hier kommen könnte irgendwie. Jetzt haben wir hier einen schönen Doppelboden. Hier unten sind ein paar Limits geholt. Jetzt gucke ich mir den Spaß an. Ich muss einfach die Füße stillhalten. Im Euro entweder die 1,10,15, 1,10,18. Da lege ich mir einen Alarm hin. Gucke mir das Spiel an. Dann gehe ich da long. Ziel sind 12 bis 15 Punkte. Gucken wir uns das hier doch nochmal an. So. Ich könnte jetzt hier sehr gut, die 15 hat er noch nicht ganz geholt. So, ich gehe jetzt, wechsle hier mal ganz frecherweise jetzt hier in den 1 Minuten. So, und hier sehe ich jetzt, seht ihr das? Ganz knapp oben drüber. Zack. So, ich habe jetzt praktisch da oben drüber, habe ich jetzt gelongt. Diese Nummer da drunter und schon bin ich bei 4,8 Punkten Stopp. 4,8 Punkte Stopp. Wir wollen hoch zur 45. Also geht mein TP, nicht mein TP auf 30, arbeite nicht mit TP, sondern ich lege hier oben eine Short Limit hin und diese mit Reverse. Und fertig. Hier unten hat er meine 15 knapp verfehlt. Er war bei 16,4. Das spricht dafür, guckt euch das an. Da. Lange Lunte unten, hochlaufen, blaue Kerze, blaue Kerze, blaue Kerze, drüber rein. So habe ich ein Risiko von 4,8 Punkten. Wenn er hier oben drüber geht, wenn wir jetzt einen Schlusskurs im 1 Minuten da oben drüber kriegen, geht mein Stopp direkt da drunter und dann kann ich damit leben. Die Position verständlich? Paolo fragt noch, hat Daupo noch Gültigkeit? Klar, hat Daupo noch Gültigkeit, gucken wir uns gleich mal an. Ich habe gestern gehört, dass man gefährlich unterhopfen kann, wenn man den Bierkonsum einschränkt. Na, selbstverständlich. Wer kennt das besser als ich? Okay. Das sind Positionen, die ich hier handeln will. Da sind mir die Analysten scheißegal, ob die jetzt sagen, okay, wir suchen uns hier so eine kurzfristigen Position. Wenn ich das Ding hier oben drehe und ich weiß, wir haben unten unter der 1,08 haben wir noch ein offenes Gap, dann kann ich hier diese Short-Position eingehen, kann die Break-Even absichern, kann darauf hoffen, dass wir wieder runter an die 1,09 gehen. Wäre ja auch eine coole Nummer. Aber im Moment habe ich zu tun, mein Tagesziel zu realisieren. Und den BE-Schutz, den würde ich hier mal auf 10 setzen. Mein lieber Nikolaus, schöne liebe Grüße nach Prag zurück. Prag ist eine wunderschöne Stadt. Und ja, ist jetzt eine Position nach Zielbereichshandel. Nach Euro Pro kann ich noch nicht handeln. Nach Euro Pro würde ich jetzt in diesem Fall aufstocken. Okay, das Ding kann ich jetzt völlig entspannt angehen lassen. 4,8 Punkte Risiko. Müssen wir uns merken. Ich weiß nämlich ganz genau, wenn ich am Wochenende meine Performance veröffentliche und das Ding kachelt jetzt in den Stopp. Und ich sehe dann, ich bin mit 4,9 rausgeflogen, schreibe da 4,9 Punkte Verlust, dann kommen gleich 25 Mails zurück. Du hast aber deinen Stop auf 4,9 gehabt. 4,8 gehabt. Wieso 4,9? Ne? Also 4,8 Punkte Risiko. Ich mache mal sicherheitshalber ein Picture davon. So. Ne? Kann man das auch aufheben. So.
Diese Nummer haben wir so und dein Einstieg war eigentlich bei 1, 10, 15 mit 10 Punkten SL. Die 10 Punkte SL waren voreingestellt und jetzt ziehe ich aber, wenn ich einsteige, sofort meinen Stop sehr eng ran. Und so bin ich hier mit 4,8 Punkten dabei. Selbst wenn der jetzt hier einen Spike runter macht und mir die nächste Umkehr gibt, würde ich wieder einsteigen. Und so habe ich zweimal die Chance mit dem gleichen SL. Also wenn ich jetzt 4,8 mal 2 nehme, bin ich bei 9 oder bei 9,6. Kommen jetzt die Mathematiker um die Ecke oder die Leute, die studiert haben, ne, Nikolaus? Okay, und hier das Spiel, okay, hier gibt es auch noch nicht allzu viel zu tun. Fragen haben wir alle beantwortet. Wenn Fragen da sind, dann bitte jetzt, dann redet jetzt oder schweigt für immer. Nee, 85. 85, 87, 94, 114. Wir sind noch bei 110 Punkten für diese Woche. Deswegen kann ich die 4,8 Punkte auch riskieren. Und auch hier würde ich 10 Punkte riskieren. Wir sind immer noch bei 104 Punkten diese Woche vorne, bei einem Wochenziel von 50 Punkten. Das heißt, heute und morgen darf ich eigentlich nicht mehr als 54 Punkte ins Risiko treiben. Dann habe ich immer noch mein Wochenziel sauber drinne. Mit so einem Polster zu starten in so eine Position ist immer sehr schön. Doch, reden darfst du. Joachim E. schreibt gerade, reden dürfen wir ja nicht, leider nur schreiben. Nee, na klar dürft ihr reden. Also nutzt die Zeit, wenn die Frau Zähne putzt, dann kommt ihr auch mal dazu. Clint Eastwood hat mal gesagt, wenn eine Frau nicht spricht, soll man sie nicht unterbrechen. Okay. Ich hoffe, meine Setups waren einigermaßen verständlich, auch wenn wir jetzt nicht diesen extremen Live-Handel, wenn ihr eher Wert auf den extremen Live-Handel legt, dann lasst es mich bitte, bitte wissen. Für mich ist immer ein Feedback wichtig, einmal zu wissen, okay, kommt das auch an? Ist das okay? Was ist euch wichtiger? Wollt ihr lieber sehen, wie ein Händler vielleicht geschlachtet wird, dass er aufs Knöpfchen drückt und mal Verluste realisiert? Weil Schadenfreude ist ja auch eine Art, sich zu freuen. Oder ist es euch lieber, was zu lernen und eine von meinen beiden Gehirnzellen kennenzulernen? Für Feedbacks bin ich immer, immer, immer wieder dankbar. Und jetzt werden wir packen, weil wir werden uns jetzt Richtung Süden begeben. Und vorher kümmern wir uns ja noch um einen Pilz, ne? Wolle, die habe ich auch einen Pilz mitgebracht. Glaube ich, hatte ich jedenfalls. Hä? Schwedisches Pilz. Ja, sowas hier zum Beispiel, ne? Ach so. Naja. Reizt mich jetzt nicht unbedingt. Nee. Nee, ich dachte an das Pilz mit S, aber gut. Ja, das mit dem Denken, ne? Das üben wir noch mal. Okay, schade, ich habe gestern noch so ein schönes Bild, aber das kann ich jetzt, finde ich jetzt nicht. Okay, also in diesem Sinne will ich mich jetzt mal verabschieden und sage danke an FX Flat, danke an Wolle, dass er heute mal nicht so frech war wie sonst. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Danke, dass ihr das Webinar heute Morgen abhalten solltet und danke, dass ihr heute Morgen doch so zahlreich euch den Wecker gestellt habt, um meinem Gelaber doch schon in den frühen Morgenstunden fast vor Sonnenaufgang zu lauschen. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu dolle enttäuscht und wünschen euch einen schönen Tag. Wie gesagt, bleibt sauber, nicht übermütig werden. Übermut tut selten gut. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage tschüss, tschüss, moin, moin.
Euer Thorsten. Ja, Thorsten, vielen Dank für deine Ausführungen. Du magst mir vielleicht nicht glauben, aber ich habe dem aufmerksam gelauscht und ja, mit Sicherheit habe ich auch was dazugelernt. Und ich hoffe, die anderen Teilnehmer auch. Ja, ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag und schon mal ein schönes Wochenende und verabschiede mich an dieser Stelle. Auf Wiederhören.